Die Saarländer dagegen sind super drauf. Na, wie weit bist du? Trüffel ist fertig. Trüffel ist fertig, und dann können wir das hier gleich mal ausprobieren. Komm mal schnell rüber. Was geht denn jetzt da? Bisschen Musik brauchen wir auch noch. So, auf zur Party. Jetzt verarschen wir. Die hatten Rammstein-T-Shirts an, oder? Das ist nicht von Rammstein. So, probieren wir den Bottom aus, ob der auch beim ganzen Halle tut. Ja, halt ja. Hey, was geht ab? Er muss mitmachen wohl. Die ganze Nacht, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Wenn der Tanz geht, der Bewegungsmelder nicht an. Was geht ab? Wahrscheinlich, weil Christian ahnt, dass er heute Nacht noch nichts zu feiern hat. Die ganze Nacht. Auch bei Bärbel und Jan steht vor der Party die Plackerei. Aber es läuft, sogar ohne Trittschalldämmung. Komm mal her. Komm mal bitte her, das ist deine Mutter. Komm! Hast du gut gemacht. Kannst du morgen wieder machen. Doch, spitze. Aua, mein Finger. Nach rechts, nach links drehen. Kloppt nicht wieder, nicht wieder kloppen. Ist das jetzt fest oder ist das nicht fest? Das wirst du merken, wenn du ziehst und es geht raus, ist es nicht fest. So. Au, meine Finger! Na, jetzt musst du mal kurz aushalten. So. Was ist das? Das gehen? Ja, hab ich doch. Das ist fest. Dann machen wir jetzt... Gut. Flaschenregal. Ruft die Feuerwehr. Willst du jetzt Flamme oder was? Jetzt wird geflammt. Du willst das Feuerwehrmann, ne? Ja. Die Feuerwehr ist hier, die brauchst nicht rufen. Geht. Die beiden sind einfach ein super Team. Der Sohn eröffnet das Feuer und die Mama... Bin schon da. Der Kokelook ist schick und passt zum Feuerwehrmotto. So, fertig. Sieht gut aus, ne? Das ist abgeschlammt, ne? Dunkler darfst du nicht machen, nee, sonst nee. Nichts aus. Dunkler will ich die auch gar nicht machen. Das ist okay. Bis auf das, was eben gebrannt hat. Zwischenetappe im Saarland. So, Petra, das letzte Brett wäre drin. Wir können die Theke hinstellen. Echt? Ja. Der Second-Hand-Tresen macht vor allem Petra glücklich, denn sie liebt Vögel. Ihr Lieblingstier ist der Zapfhahn. So soll das aussehen. Sieht doch schon gut aus, ne? Die ist gekauft, die ist zusammengesetzt, fertig, rin, ja. Bumm, batsch. Ja, genau. Das ist ja einfach. Das ist mein Traum, die Zapfhahnlach. Das sind so alte Zeiten, 18 Jahre Gaststätte. Das ist so mein Traum. Und noch nie privat gehabt. Und noch nie privat. Schulter, wir sind eigentlich planmäßig, eigentlich noch relativ planmäßig. Ja. Das ist alles so, wie man es das vorgestellt hat. Bis morgen früh sind wir mit der Dicke im Zeitplan, wenn nicht vor Ort. Noch gibt's zwar keinen Feierabend, aber wenigstens ein Feierabendbier. Und ein Scherzkeks hinterm Tresen. So, Petra, komm mal her. So, guck mal, welch Hunger. Geht schon. Ach, geht schon. Prima. Prost. Prost. Auf unser Erfolg. Und auf das, was wir heute schon geschafft haben. Ne? Ja. Auf das es wird. Und auf die Party. Und jetzt gucken wir mal, wie es schmeckt. Obwohl, Bier macht müde. Auf dem Dorf wird irgendwie länger gefeiert. Ja. So von Freitags oder bis zum Beispiel, wie geht der Spruch? Also, ach so, mit 2 Promille ist man in der Stadt Alkoholiker und im Dorf ist man der Fahrer. Ihr geht jetzt, wir schmeißen uns jetzt raus. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, und eine gute Nacht. Dann sehen wir uns morgen früh noch. Prost. Bis morgen früh. Tschüss. Prost. Gut, dass ihr nicht mehr fahren müsst. Wie geht's denn dem Feuerwehrteam in Mittelhessen? Sind die gar nicht müde? So. Die ist ja weiß. Die ist farblos. Na gut. Steht doch vorne drauf. Und wie ist die Lage, Jan? Ja, perfekt gelaufen bis jetzt. Ja. Tut uns mal ein bisschen die Knie weh. Er meckert über seine Knie. Seine Mutter hat mehrere Bänderrisse. Hat sie gerade. Also ich bin guter Dinge, dass man alles in der Zeit hinkriegt. Schauen wir mal. Der Wille ist da. Und das mit der Palette jetzt, je nachdem, wie sie das da aufbauen, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich nehme euch jetzt mal mit.
Da kommt dann die Deckenbeleuchtung dran. Die hat mein Elektriker schon vorgeklemmt, weil ich kein Elektriker bin. Hier ist die Verdrahtung. Haben wir hier ein, zwei, drei LED-Spots. Dann schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir den heute noch gehängt kriegen. Was sagst du dazu? Sehr gut. Perfekt. Nennt man das jetzt Lampe aufhängen oder Rohr verlegen? Und dann werden wir jetzt mal versuchen, das Ding aufzuhängen. Es ist mal was anderes, ne, so ein Rohr. Also nicht eine einfache Lampe. Das hängt schon viel mit der Lampe. Jetzt bleibt schon viel Finger hängen. Au, jetzt fängt der alles. So. Auf. Was ist drin? Nee. Jetzt. Sieht aus, als ob's gut wird. So. Und das ist jetzt die Party-Rakete. So, als nächstes werden wir die Thekenbeleuchtung vorbereiten. Auch die gehört zur Party-Rakete. Das, was den Feuerwehrkeller besonders machen soll. So, und jetzt haben wir zweimal Helm, ohne Innenleben. Ist aber schon kurz vor 12. Schluss mit den Lampen. Mama macht's Licht aus. Und nach einer kurzen Nacht beginnt ein großer Tag mit ganz kleinen Augen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist jetzt 7 Uhr. Der hat doch nicht geschlafen, der Christian. Wo hat der denn die Augen? Hat der die nicht durch den Zoll gekriegt? Der hat ja keine mit. Wir sind jetzt ausgeschlafen. Jetzt kann es weitergehen. Es möge euch ein Licht aufgehen. Das ist eine Tanzfläche. In der Höhe die Lampen. Da hast du, kannst du ja jetzt schon Pflaster hinlegen. Christian ist gerade bei die Wandleuchte. Morgen. Ja, keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Aber da können wir gern weitergehen. Die Theke haben wir aufgebaut. Die Regale hängen schon. Und was ganz wichtig ist, ganz wichtig, das Fass und die Zapfanlage, das war auch schon angeschlossen. Nein. Doch. Die Zapfanlage, also das Fass selber ist noch mit angeschlossen. Das aber wird halt auch alles zur vorgerichtet, der Party. Für nur noch den Kick drauf zu machen. Aber das packen wir noch, weil wir wollen ja feiern heute Abend. Ne? Fehlen eigentlich nur noch die Kleinteile. Ja, das war so drum. Der ist halt schlecht. Ein starkes Team. Und hier kommt das Würfelfass. Bin ich drin? Ja, bin ich drin. Das wird ja wie in einer echten Kneipe. Bei mir rennt man damit tatsächlich offene Türen ein. Alles, was mit Spielen zu tun hat, ist wunderbar. Ich habe ja Dartgeräte, ich habe einen Kicker, ich habe einen Flipper, Spielgeräte an der Wand. Dart gehört immer zur Partyart dazu. Ja. Aber in diesem Partyduell gibt's noch zwei Spielverderber. Bärbel und Jan. Morgen. Moin. Moin. Hier sieht's ja schon ganz anders aus als gestern. Ein bisschen was hat sich getan. Wand haben wir schon mal dekoriert. Die Utensilien, die an der Wand hängen hat, haben alle auch mit Feuerwehr zu tun, bestimmt. Ne, also ist nicht der Axtmörder oder was, sondern Feuerwehr, ne? Ich muss zwar Gas geben jetzt, noch mal richtig feuerfrei. Ist halt Feuer und Flamme für sein Projekt, der Mann. Aber der flammt ja alles nieder. Das wird der Tresen für die selbstgebaute Bar. Den brauchen wir. Willst du die Theke so hoch machen? Ja. Wenn dann einer besoffen ist, hängt er hier. Das ist schon mein Problem. Hey Petra, komm ich gerade mit? Das Tisch runterholen. Auch Petra und Christian brauchen noch was ganz Besonderes. Das wird jetzt unsere Partyrakete. Das ist nicht gleich hoch. Nee, das weiß ich. Das macht doch nichts. Wette Überraschung. Ich kann schon mal so viel verraten, ich muss hier ein Loch in fräsen. Und das langt auch schon das mit mehr. Die zwei machen es spannend. Was würdet ihr eigentlich mit den 2.500 Euro anfangen? Mit dem Preisgeld? Mit dem Preisgeld? Investieren in unsere Hochzeit. Ah, die sind noch nicht verheiratet. Oh, 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 deswegen verstehen die sich so gut. Hat er denn schon gefragt? Letztes Jahr an meinem Geburtstag habe ich ihr einen Heiratsantrag gemacht. Kniehend, kniehend. Ja, wie Laminat legen, auch kniehend. Vor laufender Mannschaft? Vor der ganzen Freunde, war sehr peinlich. Also für mich war schön, aber peinlich so. Jetzt haben wir ja auch eine Location für das zu feiern. Also wir werden das auch jetzt hier feiern. Da liegt ja nicht nur Baustaub, sondern auch Romantik in der Luft. Bei Feuerwehrmann Jan und Mutti Bärbel herrscht auch ein liebevoller Umgangston. Du musst nach hinten. Hinne, 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 weiter, zieh!
Ja, wohin hin? Nach hinten. So. Das ist bei mir nach vorne. Mann, na hallo. Wenn ich mit dem Rücken nach dahinne stehe, ist es nach hinten. So. Ich denke mal, da leihe jetzt auch die Nerven schon blank. Klar, aber Mutter und Sohn kennen sich bereits seit 34 Jahren. Und wer miteinander streiten kann, kann auch miteinander feiern. So zum Ende hin, wo es dann doch ein bisschen stressiger geworden ist, war ich dann ab und zu mal ein bisschen lauter zu meiner Mutter. Aber das hat sie super weggesteckt, super mitgemacht. Ach, Mutti ist eben doch die Beste. Zurück zum Team Garagengaudi. Christian sägt inzwischen an seiner Idee für die Partyrakete rum. Was soll denn das überhaupt werden? Eine Beleuchtung? Nein. Ein Plumpsklo oder was? Warum macht er denn da ein Loch in die Mitte? Hat's vielleicht was mit Musik zu tun? Nee, dann bin eher mit dem Film. Hä? Und welcher Film soll das sein? Um Dienste Eurer Majestät. Den Filmtitel habe ich schon mal gehört, ich komme aber jetzt nicht drauf. Ja, ich aber. Der meint 007. Aber was hat das mit dem Käsemuster im Tisch zu tun? Wie ich gesagt habe, wie bei James Bond, ein Roulette. Aber das hier ist ein Trinkroulette. Kein Bierpong mit Roulette-Tisch. So ist er, so ist er gepflegt. Gute Idee. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Nee. Das sind 3 Liter Flasche Getränke. Die gehören eigentlich in jede gute Hausparty. Genau. Gehören die, das muss. Heute austrinken, dann kannst du morgen Kleingeld da reinwerfen. So einen habe ich nämlich.